Gut, na dann. Nicht froh. Hallo Rufus, kommst du voran? Ich will ungern drängeln, aber ich glaube, die Schimmelpilze auf der Theke haben etwas vor. Ich weiß, du bist Besseres gewöhnt. Aber findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sie rotten sich zusammen und tuscheln. Na und? Wahrscheinlich finden sie dich auch heiß. Oh Himmel, für einen Augenblick fand ich das tatsächlich süß. Bitte beeil dich. Ich schaff das schon. Bitte versuch es hinzubekommen, ohne mich irgendwo runterzuwerfen. Denk dran, ich habe zwar 3 Bewusstseine, aber ich habe trotzdem nur einen Körper. Ist die Mehrzahl von Bewusstsein wirklich Bewusstseine? Ja. Okay. Krawallgol, Babygol. Ich glaube, Krawallgol können wir am leichtesten überzeugen. Ist am zweitleichtesten. Ja, Babygol, die will, dass wir uns dem Widerstand anschließen. Das ist erstmal Krawallgol. Ich denke, ja, das wird sich mit einer guten Klopperei. Hä? Was zum... Alles in Ordnung? Ja, super. Ich nehme dasselbe nochmal. Okay, huh? Na dann reden du, wir mal. Was willst du? Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. Okay. Warte hier, ich bin... Keine Drohung, okay, mit bitte. Der können wir nicht mehr reden. Tja. Wir haben noch das Rätsel mit Boso offen. Notenständer. Marktplatz. Vielleicht kann man hier und was hier mal schon umgestellt. Dunkle Gasse hier, eine dunkle Gasse ist das angekommen. Dunkle Gasse ist das angekommen. Augen im Müll. Es scheint sich um eine Schrottgrabenkolonie zu handeln. Goldig. Irgendwie müssen wir jetzt den Gondoliero loswerden. Okay, wie können wir Zucker vielleicht irgendwie anders? Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht mindestens einmal reingebissen habe. Das ist mein kleiner Beitrag, um diesen Planeten sauber zu halten. Aha. Flusen. Ich schmeiße nie etwas... Das ist mein kleiner Beitrag. Aber was... Ja gut. Und die Rohre sind schon richtig verbunden, vermute ich mal. Wir müssen die noch anders verbinden. Tja. Ja. Nein. Zum Waffenladen. Das hat hier nicht so gut funktioniert. Wer hätte gedacht, dass ich an der... Na komm, versuch's doch mal. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwa... Um genau zu... Komm schon. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr das endlich? Du schon wieder? Gut, komm. Das hatten wir schon. Komm schon! Da ist dieses Rohr, das endet dann. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Ich vermute, wir müssen die Schrottkrabben auf ihn und aufhängen. Aber wie, aber wo, aber wann? Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss... Der Gondoliero.
Ich wollte 19 Sachen noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht. Was beim Erstellen belanglos schien, rückblickend sollte Schrottlawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Oh, so und jetzt kommt das daraus. La, 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 la. Okay, nicht schon, nicht so wie sehr. Soll man sich also raus? Wir müssen den Gondoliero loswerden, der versaut die ganze Sache hier. Der versaut das Steak von Boso. Docks Werkstatt. Airbag-Kiste. Noch ein neuer Ifile-Ersatz. Können wir das vielleicht irgendwie austauschen? Die Airbag-Kiste irgendwie kaputt machen? Ich habe keine Ahnung, wozu Airbags überhaupt gut sind. Die gehen doch immer als erstes kaputt. Ja, können wir irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Die gehen doch immer als erstes kaputt. Marktplatz. Stoßstangen. Vielleicht können wir ihn da runterlocken, wir ihn da von seinem Boot. Ancora? Stupido! Stupido! Oh, vielleicht seine... seine Kiste entdecken. Ja! Kiste! Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz... Vielleicht können wir... die Ersatzkiste irgendwie... Für den berüchtigten Rufus-Elch-Test brauche ich nur meine Füße, etwas Schwung und eine gesunde Portion blinder Zerstörungswut. Aha. Dann mach mal. Aber es geht gerade nicht. Für den berüchtigten und eine... Tja, aber wie... Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Ja. Tja. Werkstatt zum Apotheker. Dunkle Gasse. Es scheint sich um eine Schrottgrabenkolonie zu handeln. Goldig. Tja, also. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Ja, versuchen wir mal was anderes. Was machen wir hier noch gleich? Das frage ich mich langsam auch. Die Idee war wohl, dass ich versuche, mich mit meiner Bambina zu versöhnen. Das kann ja nur in die Hose gehen bei deinen Seeräubermanieren. Eigentlich weiß ich genau, was ich ihr sagen muss. Ich mache mir mehr Sorgen um ihre Manieren. Das letzte Mal hat sie mit einer Axt nach mir geworfen. Verstehe. Daher auch das Holzbein. Was für ein Holzbein denn? Haha, so kenne ich meinen Piraten. Welches Holzbein? Welche Hakenhand? Mit der Augenklappe kannst du sie eh nicht sehen, nicht wahr? Versuchst du mir etwa, wenn auch auf ziemlich bizarre Weise, Mut zu machen? Ach, ich weiß nicht so recht. Du hast es einfach nicht drauf. Ich konnte nichts dafür. Das war dieser Gondoliero. Sein Gedudel hat die ganze romantische Stimmung kaputt gemacht. Hoffentlich taucht er nicht noch einmal auf. Sollen ihn die Schrottkrabben holen? Genau. Was für Dinger? Na, Schrottkrabben. Das sind diese Parasiten, die sich im Treibgut einnisten. Die Biester sind eine richtige Plage. Man sagt, sie seien an Bord irgendwelcher Transportkisten auf den schwimmenden Schwarzmarkt gelangt. Ach so, du meinst Schrottkrabben. Vergiss die Viecher. Wer braucht schon eine Parasitenplage, wenn er Rufus hat? Kümmer du dich mal um deine Bambina. Um diesen Gondoliere kümmere ich mich.
Meinst du wirklich, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt? Eigentlich habe ich gerade was Besseres zu tun. Ja. Kein Problem. Dann warte ich hier noch einen Augenblick. Nutz doch die Zeit, um über deine Fehler nachzudenken. Wer auch immer dieses Vielleicht wollen wir da reinsprechen. Hallo? Test, Test. Achtung, Achtung. Eine wichtige Durchsage. Okay, jetzt ist das hier beim Ein Glück. Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Vielleicht können wir hier... Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht, ich lasse es wohl lieb und behalte das für den... Vielleicht sind wir jetzt zum Marktplatz. Wo da das Rohr jetzt hier um... Das Rote zu dem Gelben. Ist doch zumindest schon mal... Ah, das Rote zum Gelben vielleicht. Es gibt ja drei Möglichkeiten. So, vielleicht versuchen wir es mal. Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Der Futterkapitän so mit dem amtlichen Kennzeichen Futter brennt seine Frau. Tja, vielleicht... Grün zu Rot, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wir haben ja Grün zu Gelb, Rot zu Gelb und Grün zu Gelb haben wir jetzt. Versuchen wir das mal. Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, Ketten, wo ich mir hochketten. Das klappt wohl nicht so ganz. Nicht die Option. Rot zu grün hatten wir schon, oder? Rot zu gelb führt in die Gasse. Tja, also. Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung. Ja, das ist schon eine richtig. Eine Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Ja, die Schrottkram, die müssen wir irgendwie... Ja. Schrottkramit haben wir schon. Tja. Marktplatz. Das scheint richtig zu sein. In der Gasse. Du, du, da, du, 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 da. Es scheint sich um eine Schrottkrabbenkolonie zu handeln. Goldig. Das hatten wir schon. Hm.
hin und her und her und her. Wer hätte gedacht, ein Dermann.